Are you listening? Damn. Yo, was geht ab, Freunde? Meti am Start und herzlich willkommen zu meinem Rabona-Schuss-Tutorial für FIFA 16, diesmal auf Deutsch. Und ja, ich werde auch eine deutsche Playlist hier auf meinem Kanal machen mit deutschen Tutorials. Also nicht wundern, es gibt auch englische Tutorials, aber für die deutschen Zuschauer da draußen möchte ich das auch auf Deutsch machen. Und da könnt ihr einfach die Playlist in der Beschreibung auschecken, oben rechts die Infokarten durchblättern. Da werden auch noch Tutorials kommen, keine Sorge. Das ist jetzt wahrscheinlich das erste Tutorial, was ich hochladen werde auf Deutsch. Und ja, heute schauen wir uns den Rabona-Schuss an. Dieser ist neu in FIFA 16, dass man bewusst mit der Schusstaste aufs Tor abschließen kann mit einem Rabona-Finish. Und das sieht meiner Meinung nach schon sehr stark aus. Und da werden wir auch einige schöne Abschlüsse in FIFA 16 in einigen Tor-Compilations sehen. Und ja, ich werde in diesem Video euch zeigen, wie ihr diesen in FIFA 16 anwenden könnt. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefällt. Teilt es mit euren Freunden. Das wäre super. Und lasst einen Kommentar mal da, was ihr davon haltet. Ich muss sagen, dass ich ziemlich begeistert bin von diesem Abschluss. Vor allem, was für Tore man jetzt dadurch erzielen kann. Fangen wir direkt an, wie ihr es machen könnt. Zunächst einmal braucht ihr einen Spieler, der die Flair-Eigenschaft besitzt. Das sind Spieler wie Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo und Neymar und Suarez, um einige zu nennen. Lionel Messi hat leider nicht die Flair-Eigenschaft. Ich weiß nicht wieso, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Also Messi kann keinen Rabona-Schuss in FIFA 16. Ihr könnt das ganz einfach im Teammanagement nachgucken unter dem jeweiligen Spielerprofil und da die Eigenschaften durchblättern. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, dass der Lionel Messi keinen Rabona-Schuss drauf hat in FIFA 16. Ja, zu der Steuerung ganz einfach. Ihr müsst den Schuss timen wie beim normalen Schuss. Dabei L2 bzw. LT auf der Xbox halten und dann über Kreuz diagonal den linken Stick Richtung Tor bewegen. Zum Abschluss dieses Tutorials kommen wir noch zu einigen Tipps, die ich euch mit auf den Weg geben will, Freunde. Wie ihr in einigen Szenen sehen könnt, mache ich noch eine kleine Ballrolle, bevor ich mit dem Rabona abschließe. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe den Eindruck, dass es dann besser klappt. Probiert es mal bitte aus, macht einen kleinen Trick vorher, insbesondere wenn ihr im 1 gegen 1 auf den Torwart zulauft und gerade aufs Tor lauft, da habe ich insbesondere den Eindruck, dass es dann besser klappt. Vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung, aber ihr könnt ja in den Kommentaren mich mal wissen lassen, ob es bei euch genauso ist. Und das ist nur ein kleiner Tipp von mir, damit habe ich einfach öfters getroffen. Und ja, ich hoffe, dieses Tutorial hat euch geholfen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch da. Für weitere FIFA 16 Videos kann ich nur unseren deutschen Kanal ans Herz legen, PMTV. Diesen Link findet ihr auch in der Beschreibung. Und da laden wir keine Tutorials hoch, sondern andere FIFA 16 Videos. Also könnte auch interessant für den einen oder anderen sein, weil hier auf dem Kanal werden nur Tutorials auf Deutsch kommen, sonst die Videos werden auf Englisch sein. Also, halt die Ohren steif, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Meti. Ciao.